rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 80, zweite Lesung, dringlicher Gesetzentwurf, Fraktion CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes, Berichterstattung macht der Kollege Alexander Bauer. Bitte sehr, Alexander. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses, der lautet: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung mit folgender Änderung aufzunehmen. Ich zitiere: In Artikel 2 wird die Angabe am 31. März 2022 durch die Angabe am 30. September 2021 ersetzt. Bei Zustimmung von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, Freie Demokraten, Die Linke gegen SPD entsprechend so angenommen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Mach gleich weiter. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dieses Gesetz beraten. Es ist in der Tat dringlich, weil wir einige Corona-bedingte Änderungen herbeiführen möchten. Wir haben bereits im März dieses Jahres eine Änderung der Hessischen Gemeindeordnung dahingehend parteiübergreifend herbeigeführt, dass wir in pandemischen Ausnahmesituationen den Gemeinden ermöglichen wollen, in speziellen Situationen ihre politischen Entscheidungen vor Ort in entsprechenden Sondergremien zu treffen. Wir hatten uns darauf verständigt, dass wir, wenn die Gemeindevertretung nicht zusammentreten kann, der Haupt- und Finanzausschuss als Pflichtausschuss auf kommunaler Ebene diese Entscheidungen als Eilentscheidungsgremium übernehmen kann. Und diese Regelung war befristet bis zum 31. März nächsten Jahres. Und da wir die Situation so einschätzen, dass wir darüber hinaus noch weiteren Handlungsbedarf haben auf kommunaler Ebene, gab es den Vorschlag, diese damals gefundene Regelung einfach zu verlängern. Wir hatten uns im Fachausschuss dann verständigt, und das ist dann wahrscheinlich der parteiübergreifende Konsens, den wir hoffentlich herstellen können, dass wir diese Regelung nicht wie ursprünglich vorgesehen um ein weiteres Jahr verlängern, sondern dass wir diese Verlängerungszeit bis zum 30. September eben befristen, weil es ist ein Ausnahmetatbestand, der auch nur dann greift, wenn es vor Ort gewollt ist. Und in jedem Fall muss diese entsprechende Eilentscheidung, die ein Sondergremium dann trifft, durch die Gemeindevertretung oder die Stadtverordnetenversammlung nachträglich legitimiert werden. Sie kann auch aufgehoben werden. Und vor allem ist entscheidend, dass nach unseren Vorgaben nur Entscheidungen von örtlicher großer Bedeutung getroffen werden können in diesem entsprechenden mit dieser Eilentscheidungsfunktion. Und Gleiches haben wir gespiegelt auf die Kreisebene für den Kreisausschuss. Diese Regelung war unstreitig, genauso wie die Frage, ob man den Parlamentariern vor Ort, die ehrenamtlich agieren, auch das Sitzungsentgelt bei virtuellen Treffen ermöglichen soll. Auch diese Regelung haben wir verlängert, weil es nach wie vor auch sein kann, dass im nächsten Jahr diese Treffen eben virtuell stattfinden und man dann die Entschädigungsleistung für die Ehrenamtler weiter zahlen kann. Was jetzt neu hinzukam, ist dieser Punkt, dass wir aufgrund einer richterlichen Entscheidung für ein Kommunalwahlgesetz in Baden-Württemberg die Situation hatten, dass es darauf hingewiesen wurde, dass es schwierig ist, die entsprechenden Unterstützerunterschriften zu sammeln für Wahlvorschläge, die eingereicht werden müssen zur Kommunalwahl. Wir haben uns darauf verständigt, diese Hürde etwas abzusenken, dass nicht mehr die doppelte Anzahl der zu vergebenen Mandate entscheidend ist, also bei einem 31er-Parlament keine 62 Stimmen, sondern dass lediglich die Anzahl der vergebenen Mandate entscheidend ist für das Sammeln von Stimmen, nämlich dann 31 Stimmen. Das sind alles Erleichterungen, die das politische Arbeiten vor Ort besser macht, meine Damen und Herren. Da werbe ich nachdrücklich um Zustimmung. Und es ist in der Tat im Ausschuss doch dann nach einer etwas späten und intensiven Diskussion so parteiübergreifend gutiert worden, dass man diese Regelung für sinnvoll erachtet hat. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir das Gesetz heute auch in Kraft setzen könnten, damit man vor Ort weiß, wie die entsprechenden Regelungen zur Kommunalwahl aussehen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Alexander Bauer. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Eva Goldbach, Bündnis 90 Die Grünen. Eva, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten im Innenausschuss eine längere Debatte, wie der Kollege Alexander Bauer schon sagt. Ich möchte ausdrücklich der Linken, namentlich Herrn Kollegen Schaus, danken dafür, dass wir einen Kompromiss gefunden haben, was die Eilentscheidungen, also 51a HGO und 30a HKO, angeht, und gesagt haben, dass wir die Verlängerung dieser Ausnahmeregelung nicht um ein Jahr machen, sondern nur bis zum 30.09. Wir werden uns die epidemische Lage anschauen, und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, sollte es notwendig sein, dieses Eilentscheidungsrecht
noch einmal zu verlängern. Aber erst einmal bis 30.09., das ist die eine Sache. Also vielen Dank noch einmal für den da gefundenen Kompromiss. Und zu dem Unterschriftenquorum bei den Unterstützungslisten hat uns einfach das bewogen, diese Regelung jetzt aufzunehmen, also die Halbierung der Quoten, dass wir gesagt haben, das Bundesverfassungsgericht hat sich da klar geäußert. Es hat erstens gesagt, diese wahlrechtlichen Unterschriftenquoren sind zulässig, damit der Wahlakt auf ernsthafte Bewerberinnen gestützt ist. Zweitens mal, das Unterschriftenquorum muss so hoch sein, dass eine Unterstützung aus der Bevölkerung deutlich zu sehen ist. Drittens, es darf aber auch nicht zu hoch sein, damit diesen Bewerberlisten eben die Teilnahme an der Wahl auch nicht verweigert wird. Wir haben eine Sondersituation. Das Sammeln von Unterschriften ist deutlich erschwert in der Corona-Krise mit allen Einschränkungen und Kontaktverboten. Und deswegen haben wir gesagt, wir halbieren das Quorum und glauben, dass wir dann den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes vollumfänglich gerecht werden. Und ich bitte Sie alle um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf, damit wir das jetzt in Kraft setzen können. Dankeschön. Vielen Dank, Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph. Ja, mach nur langsam, nur langsam. Günther, sei so lieb. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dem Kollegen Bauer dankbar. Zumindest habe ich es nicht gehört, dass er nicht gesagt hat, das war jetzt ein tolles parlamentarisches Verfahren, sind wir uns auch einig. Und bei einem solchen Gesetzentwurf hätte uns in der Tat eine Anhörung gut angestanden, weil es natürlich schon gravierende Fragen sind. Ich will das deutlich sagen. Sie machen im vorauseilenden Gehorsam auf obergerichtliche Entscheidungen in zwei Bundesländern eine gesetzliche Regelung und halbieren die Unterstützungszahl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben aus Darmstadt Fälle, wo auch eine bestimmte Organisation, Darmstadt ist ja eher eine größere Stadt, die Unterschriften zusammenbekommen hat. Wenn man natürlich drei Tage vor Ablauf der Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge anfängt, dann kann man auch darüber streiten, ob wir dann das alles so erleichtern müssen. Und ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, wir bewegen uns ja wohl eher in Richtung Lockdown in den nächsten Tagen. Und dann an Unterschriften zu sammeln, wird sicherlich auch nicht einfacher. Also von daher haben wir eher grundsätzliche Probleme mit dieser Regelung. Ich habe jetzt auch eine Mail von einem dieser Leute bekommen. Er sagt, ich habe die Diskussion verfolgt, finde ich ja gut im Livestream. Er kann auch die Position der SPD nachvollziehen, nach dem Motto, dass es kein geordnetes Verfahren und insbesondere auch eine Anhörung gut getan hätte. Aber er bittet herzlich, dass man diese Regelung ermöglicht. Werden wir dann am Schluss sehen. Wir hätten uns auch gern mit der kommunalen Ebene ausgetauscht. Das ging jetzt nur mit ein paar Telefonaten. Und dann sagen mir diejenigen, die dort sind, die Geschäftsführer, ja, unsere Gremien konnten wir natürlich damit auch nicht mehr befassen. Und das ist schade bei einer sehr evidenten Geschichte hinsichtlich der Quoren. Der zweite Punkt inhaltlich, wenn es um den § 51a der Gemeindeordnung und 30 der Landkreisordnung geht. Wenn wir etwas an den Finanzausschuss delegieren, was dringlich ist, dann hätte man jetzt auch die Änderung machen müssen, dann ist das die abschließende Entscheidung. So steht die Entscheidung unter Vorbehalt der Vertretungskörperschaft. Wenn wir es denn bitte machen und wir haben Krisenzeiten, dann kann man auch endgültige Entscheidungen treffen, weil dringende Angelegenheiten sind dann definiert und dürfen nicht unter dem rechtlichen Vorbehalt stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein inhaltlich durchaus relevanter Punkt, den man hätte regeln können. Der dritte Punkt, Kollege Schaus hat es angeführt, ich habe es in der ersten Lesung auch gesagt, ein Jahr ist uns zu lang. 30.09. Nach dem Änderungsantrag haben wir auch in der Sitzung des Innenausschusses zugestimmt, weil ich finde, gerade bei befristeten Vorschriften, die Eingriffe machen, muss man die Zeitdauer immer im Auge haben. Und deswegen ist das in der Sache mit dem 30.09. dann berechtigt. Ich komme zum Schluss, will uns gemeinsam auch Lebensqualität an der Stelle dann zurückgeben, die wir die letzten dreieinhalb Tage bedingt hatten. Das wäre normalerweise der Gesetzesvorgang und das Gesetzgebungsvorhaben ein klassischer Fall für eine dritte Lesung. Wir verzichten ausdrücklich auf eine dritte Lesung. Ich will da sagen, das ist ein Recht, was wir uns damit auch selber nehmen. Die Verfahren sind auch so nicht in Ordnung. Ich will das an der Stelle noch einmal sehr deutlich hinterlassen. Aber weil eben die Corona-Pandemie gravierende Auswirkungen hat, wir in Richtung Lockdown gehen,
kann ich es nicht tun. Ich weiß nicht, ob Sie eine dritte Lesung einberufen hätten. Das weiß ich nicht. Aber das ist mir dann an der Stelle auch egal. Wir sind unserer Verantwortung für uns alle bewusst. Deswegen verzichten wir auf eine dritte Lesung. Dass das nicht honoriert wird, wissen wir auch alles. Aber wie gesagt, dieser Vorgang ist ja leider auch eine erneute Gesetzesberatung ohne jegliche Anhörung, ohne dass wir uns Expertise holen, ist nicht gut. Ich will das deutlich hinterlegen. Wir werden deswegen auch aus inhaltlichen Gründen den Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Günter Rudolph. Das Wort hat der Kollege Dr. Jörg Oberhahn. Mach's auch kurz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Präsident hat mich gebeten, es kurz zu machen. Ich mache es aber auch aus eigenen Gründen so. Man kann über das Verfahren, lieber Kollege Rudolph, eigentlich nicht streiten. Das ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben. Unser parlamentarischer Geschäftsführer hat das ja in der ersten Lesung hier von diesem Pult aus das Verfahren kritisiert. Auf der anderen Seite sind wir in diesem Punkt alle verantwortungsbewusst. Punkt 2. Sicherlich hat die Hürde der Frage, ob man zustimmt, um Längen sich gesenkt, als es einen Kompromiss bei dem Thema Frist, also wie lange dauert das Gesetz, gegeben hat. Ich finde, das ist jetzt ein guter Kompromiss, den wir dort haben. Punkt 3. Ich hatte das Glück, einen Tag nach der Ältestenratssitzung, wo dieser Gesetzentwurf hier das erste Mal auf einem Tisch lag, auch wenn er irgendwie in die Tagesordnung, glaube ich, nicht so wirklich, oder war das ein anderes Gesetz, nicht reingekommen ist, gell? Hatte ich das meinem Kollegen im Beirat der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker Mittwochmorgen vorgetragen. Und wie so ist im Leben, eigentlich fanden sie es gut. Und insbesondere fanden die Hauptamtlichen es gut, die möglicherweise im nächsten Jahr eine Direktkandidatur vor Augen haben. Also das ist halt das Leben, wie es halt so ist. Hätte ich meine kommunalen ehrenamtlichen Kollegen gefragt, wäre das vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Was wir kritisieren, das ist mein letzter Punkt schon, Herr Vorsitzender oder Herr Präsident, ist, dass die Digitalisierung da nicht vorkommt. Und ich habe gerade eben als Gast an einer digitalen Sitzung eines regionalen Gremiums kurz teilgenommen. Das ist schon ganz okay in Zeiten wie diesen. Und dass wir das nicht viel mehr jetzt in Zeiten wie diesen, also bitte nicht falsch verstehen, die FDP fordert nicht, dass wir die persönliche Präsenz in Magistrats-, Stadtverordneten und so weiter sitzen, nach Ende, hoffentlich bald, der Corona-Pandemie haben wollen. Aber in Zeiten wie diesen ist es ja, glaube ich schon, aber hier ist es halt nicht drin, sodass diese Krücke gegangen wird über, es kann eigentlich jeder machen, was er will, es muss nur letztlich der H&F absegnen. Das ist doch das praktische Leben, oder? Habe ich da irgendwie was in meiner Kommune falsch verstanden? Gell, das ist irgendwo so, also ich erlebe das in der Stadt, ich erlebe es im Kreis, wieso soll das woanders anders sein, dass man das dann etwas anders formuliert hätte und eine Digitalisierung, eine Möglichkeit an der Teilnahme an einer solchen Sitzung durch digitale Medien teilzunehmen, besser hereinschreibt, hat man nicht gewollt und trotzdem wird die FDP diesem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Jetzt kommt Hermann Schaus. Fraktion Die Linke, der macht das auch zügig. Ich sehe schon, wie er hier vorläuft. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Angst, ich werde die 10 Minuten bei weitem nicht ausschöpfen, das ist völlig klar. Ich will aber noch einmal darauf hinweisen, es ist klar, wir haben es hier mit einem eiligen Gesetzentwurf, der dringlich eingebracht wurde, zu tun von den Koalitionsfraktionen, und zwar getragen dadurch, so habe ich das verstanden, deshalb auch so eilig, weil man rechtssicher die Kommunalwahlen durchführen will. Also, und das bezieht sich ja insbesondere auf die Unterschriftensammlung und die Reduzierung des Quorums. Da sehe ich sozusagen, dass man da bisher so abgewartet hat in der Hoffnung, dass es zu keiner Verlängerung des Gesetzes mehr notwendig war oder dass aufgrund von Rechtsprechung, die jetzt aktuell erfolgt ist, hier eine Gesetzesnovellierung vorgenommen werden musste. Und das ist aus unserer Sicht auch okay. Ja, auch in diesem Eilverfahren ist es sozusagen notwendig, und das muss ja auch die Botschaft sein,
und die Botschaft ist ja, die Kommunalwahlen sollen rechtssicher stattfinden am 14. März nächsten Jahres, und die Kommunalwahlen sollen auch am 14. März nächsten Jahres stattfinden, vor allen Dingen. Und das ist auch verbunden mit der heutigen Gesetzesinitiative oder der heutigen Entscheidung. Und ich finde, das ist eine wichtige Botschaft, die nach außen gegeben wird und die wir sozusagen auch breit kommunizieren und dahinter auch stehen. Deswegen die Frage des Quorums, der Reduzierung des Quorums war für uns nie ein Problem, sondern das sehen wir in der Situation jetzt auch als notwendig und gegeben an, um auch die Rechtssicherheit darzustellen. Die Frage, inwieweit sozusagen Videokonferenzen, Telefonkonferenzen durchgeführt werden können, war auch nicht strittig. Und auch hier ist die Verlängerung sozusagen der Aufwandsentschädigung an dieser Stelle für uns nie ein Problem gewesen. Ich bin sehr dankbar, Frau Goldbach hat schon angesprochen, dass es möglich war, sozusagen am Mittwochabend zu später Stunde doch noch zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, die auch hier auf Sicht fährt, verbunden mit der Hoffnung, dass wir mit der Verlängerung jetzt zum 30.09.2021 der Übertragung von Entscheidung, Eilentscheidung an den Finanzausschuss dann auch auf Sicht fahren, in der Hoffnung, dass wir bis dahin auch die Pandemie überwunden haben. Und wir hoffen alle, dass wir dann sozusagen, dass dann diese gesetzliche Regelung außer Kraft treten kann. Insgesamt, das muss man ja sagen, geht es aber darum, die kommunale Selbstverwaltung und die Arbeitsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung sicherzustellen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun, auch in dieser Pandemie. Man muss nicht zwangsweise den Finanzausschuss in Anspruch nehmen. Man kann auch über eine Verkleinerung des Parlaments kollektiv diskutieren. Auch das lässt das Gesetz zu. Von daher ist das jetzt meiner Ansicht nach richtig und wichtig geregelt und auch in Gänze. Und ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich sozusagen bei den Koalitionsfraktionen, dass sie bereit waren, sozusagen zu später Stunde unserem Vorschlag zu folgen und diese Einjahresfrist auf die Hälfte zu reduzieren. Das ist eine gute Lösung, die wir gemeinsam tragen. Wie gesagt, mit der Botschaft, am 14. März nächsten Jahres finden die Kommunalwahlen in Hessen statt. Und die Ergebnisse gucken wir uns dann an. Dankeschön. Vielen Dank. Kollege Hermann Schaus, jetzt hat das Wort der Kollege Robert Lambeau, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es in der ersten Lesung ja schon gesagt, dass wir Zustimmung signalisieren, und wir sagen es jetzt auch in der zweiten Lesung. Ich möchte mich ansonsten kurz fassen. Wir sehen in der Tat auch, dass hier Handlungsbedarf war aufgrund der Gerichtsurteile, um Rechtssicherheit zur Kommunalwahl am 14. März 2021 herzustellen. Wir begrüßen aber auch inhaltlich die Reduzierung der Zahl der benötigten Unterstützerunterschriften. In der aktuellen Corona-Situation betroffen sind davon ja in der Regel kleinere politische Organisationen, oft Bürgerlisten, die in der Tat in der jetzigen Situation es schwer haben, die benötigten Zahlen zusammenzusuchen. Die AfD kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie mühselig das sein kann, diese Unterstützerunterschriften einzusammeln. Insofern auch in der zweiten Lesung von unserer Seite aus Zustimmung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Kollege Lambeau. Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich bei den Fraktionen für die bisherigen Äußerungen zu dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Wir machen in der Tat eine erforderliche, wie ich finde, erforderliche Rechtsänderung im Bereich der
Zulassung von Wahlvorschlägen. Der Verfassungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat, um einfach noch einmal für die Kollegen das praktische Problem darzustellen, und ich zitiere hier aus der Pressemitteilung des Verfassungsgerichts: Der Verfassungsgerichtshof geht in Übereinstimmung mit den Antragstellern davon aus, dass die herkömmliche Art des Sammels der Unterstützungsunterschriften im Wege der direkten Ansprache von Personen auf Straßen und Plätzen sowie an der Haus- und Wohnungstüre seit Ausbruch der Pandemie deutlich weniger erfolgversprechend ist. Es liegt auf der Hand und entspricht der derzeitigen allgemeinen Lebenserfahrung, dass in der Pandemiesituation deutlich mehr Personen schon dem Versuch einer Kontaktaufnahme aus dem Weg gehen. Das ist sozusagen der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen die Hürde herabsetzen und die Unterschriften halbieren. Das haben wir in dem Gesetzentwurf jetzt so vereinbart. Darüber hinaus haben wir einfach eine Regelung fortgesetzt, die wir pandemiebedingt am Anfang des Jahres bzw. im ersten Quartal eingeführt haben. Der Kompromiss, den wir dort gefunden haben, finde ich, der ist angemessen und richtig, in der Hoffnung, dass wir dann nach dem 30.09. solche Regelungen nicht mehr brauchen. In diesem Sinne bin ich dankbar, wenn dem Gesetzentwurf zugestimmt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache. Abstimmung später. Die Beratung jetzt hat gezeigt, dass man auch Zeit vernünftig aufholen kann. Das soll als Empfehlung gelten für alle weiteren Redner am heutigen Tag.